Schön Wetter hier. Ich gönne mir gerade hier ein bisschen Knabberzeug, ne? Schön Shake. Schön Pre-Workout, Chill-Out, ein bisschen das Wetter mitnehmen, aber auch nicht zu lang. Nicht übertreiben, muss gleich ein Gym. Ist ein bisschen wichtiger. Ja, ein bisschen Bräune hier aufschnallen, ne? Ein bisschen das Wetter noch mitnehmen. Nicht zu lang, wie gesagt, gleich schon Training machen. Ja, was wollte ich sagen? Ganz spontan dachte ich, mach mal die Kamera an. Mir ist ein bisschen was aufgefallen. Kann man mal eine Sekunde drüber reden. Die letzte Zeit immer, wenn ich YouTube anwerfe, da denke ich inzwischen, ich bin bei Mitten im Leben. Kennt ihr das? Das ist so eine Serie, RTL oder RTL 2, aber genauso fühlt sich das inzwischen an. Du denkst tatsächlich, das ist nur noch für dumme Menschen, was da läuft, ja. Also jedes zweite Video ist irgendwie ein Autoreview, ein Business-Tipp von einem Visionär oder einem Entrepreneur. Das sind irgendwelche Pranks von irgendwelchen 12-Jährigen, die Goldkettchen haben und denken, sie wären voll fett im Business. Und wenn ich das mir angucke, dann kriege ich echt das Kotzen. Weil all das, was da verbreitet wird, das ist ja auch irgendwie eine Grundlage, die sich Jugendliche nehmen als Vorbild, ne? Die denken, das ist so das Leben. Die denken, das ist so, dass man das erstrebenswert ist, das dickste Auto der Welt zu fahren, aber so einen kleinen Pillemann zu haben, so, ne? Und ja, ich weiß nicht, ich dachte, ich muss einfach mal ein bisschen dazu erzählen. Ich kotze das ein bisschen an. Der Scheiß kriegt dann auch noch Millionen Aufrufe. Ich weiß, ich habe inzwischen auch weniger, aber das ist nicht der Grund. Ich finde einfach, das geht in die falsche Richtung inzwischen auf YouTube, weil man natürlich auch irgendwo ein gewisses Verantwortungsgefühl haben muss, wenn man so eine Scheiße da verbreitet, ne? Und es geht ja los bei diesen ganzen Visionären und Erfolgscoaches und irgendwelchen Business-Kanälen. Bei den meisten ist es tatsächlich so, stellt euch mal vor, die machen Erfolgsseminare oder Erfolgs-Business-Tipp-YouTube-Channels. Und woraus bildet sich denn deren Erfolg? Ja, wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen hält, deren Erfolg beruht eigentlich darauf, dass sie Erfolgstipps geben. Ja, da gibt es Leute, die machen Seminare über irgendwelche Business-Tipps und Erfolgstipps und sie verdienen Geld daran, dass sie diese Tipps weitergeben oder dass Leute diese Seminare besuchen oder diesen YouTube-Kanal angucken. Und allein das ist doch schon mal Bullshit. Ja, Erfolgstipps geben und daran Erfolg haben, dass Leute dafür Geld bezahlen. Und ja, das will ich einfach nochmal sagen. Ich wollte mal ein bisschen wieder auf den Boden runterholen, weil mir geht das ein bisschen auf die Eier. Natürlich kann das den einen oder anderen motivieren. Es gibt auch Typen, die tatsächlich was gerissen haben und von denen nimmt man gerne auch einen Tipp an. Aber doch nicht von Leuten, die einfach vorgeben, etwas zu sein und das weitergeben zu müssen und dann jedem zweiten Video erzählen, was für ein Auto sie sich kaufen und dann komplett auch diese Wichtigkeit des Lebens verschieben, indem sie sagen, okay, das ist jetzt so erstrebenswert, ja, so erfolgreich zu sein, dass ich mir nachher so eine Karre gönnen kann oder das Auto kaufe ich mir bald, bla bla. Und das ist einfach so was mich gerade ein bisschen ankotzt, ne? Und ich denke einfach mal Fresse halten, trainieren gehen, Gas geben. Und auch glaub, da sollte man auch, ich glaube, der eine oder andere hat schon ein Video dazu gemacht, auch ein bisschen mal wieder auf die Basics verweisen. Ich bin auch der Meinung, dass man einfach grundlegend gucken sollte, dass man einen vernünftigen Abschluss macht, eine Ausbildung macht. Es muss nicht das geilste Studium sein, aber man sollte eine Basis haben. Und dann kann man natürlich gucken, was sind meine Interessen, was macht mir Spaß, in welche Richtung kann ich was machen. Und dann kann man sich auch darauf fixieren. Aber man sollte nicht glauben, dass irgendwas vom Himmel fällt und dass man mit irgendwelchen Businessmodellen, die ja verkörpert werden oder auch verkauft werden, ja, dass man damit grundlegend Erfolg hat. Ist halt, was mir gerade auffällt und auch diese ganze Prank-Geschichte, wenn ich jetzt die Video-Days, habe ich ein paar Videos gesehen von ein paar Leuten, ich keine Ahnung, wie die heißen, Pablo, bla bla bla, da denke ich mir, Alter, wo haben sie solche Leute denn rausgekramt, ey? Das sind echt irgendwelche 12-Jährigen, die dann einen auf dicke Hose machen mit einem fetten Wagen, da rumfahren, die gerade ihren Führerschein haben und dann halt irgendwelchen 8- oder 10-Jährigen vermitteln, so dass es erstrebenswert ist. Ja, ich finde einfach, diese Grundsatzdiskussion, was ist erstrebenswert und was nicht, wird da halt einfach komplett verrückt. Ist halt so, ne? Mein Gott, jeder kann machen, was er will. Aber es ist einfach nur mal so ein kleiner Denkanstoß von mir, wenn ich hier mir bisschen die Bräune gerade aufschnalle, ein bisschen das Wetter genieße. Pre-Workout-Gedanken sind nicht das, Mann, ne? Und könnt ja mal eure Meinung dazu abgeben.
wie gesagt, ich versuche bei meinem Hauptkanal zumindest immer noch eine gewisse Aussage in den Videos zu haben. Und ich finde einfach auch, dass die wichtigen Dinge wie Moral, Toleranz, wirklich wichtige Dinge im Leben einfach viel zu kurz kommen, weil sie einfach natürlich nicht genug Klicks generieren, ja. Und auch dieses Ganze, dass Leute ihr komplettes Privatleben, ihre Freundin, ihre Familie, ihr ganzes Ding dann auch noch wie so ein, naja, präsentieren das ja wie so ein Stück, ne? Die filmen die ganze Zeit auf den Arsch oder sonst was. Nur für ein paar Klicks. Ich finde, das geht irgendwie in eine falsche Richtung, oder? So, ich trinke es hier nochmal auf. Heute steht dann schön Oberkörpertraining, einfach das Geilste. Bankdrücken, ein super Satz mit Klimmzügen. Das ballert schön rein. Und in dem Sinne, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder hier auf Görki TV, ne? Schön.